erst und wir haben das da. Nehmen wir das da noch mit. Und wir. Das reicht schon. Achso, oh. Wir haben bloß noch eine Kohle. So. Was können wir denn sonst noch mitnehmen? So, weil dann könnten wir ja schon ins Aquarium. Haben wir eigentlich Aquariumfische noch? Welche? Karpfen. Forellenbarsch. Den haben wir doch auch, oder? Nö, lol. Ich hätte jetzt schwören können, dass wir einen Forellenbarsch gehabt hätten. So. Braucht man dann nicht noch Hartholz bei dem einen Ding? Hm. Oder können wir Marmelade reinpacken? Das ist jetzt auch unwichtig. Also hier. Na, mehr haben wir im Moment doch nicht davon. Das ist doof. Von den Dingen haben wir auch noch nicht alles. Quarz, Erdkristall und gefrorene Träne. Wie viel haben wir eigentlich davon? Wir haben Quarz, Erdkristall und keine gefrorene Träne. Oh, was sagt eigentlich unser Dingensen hier? Vorhersager. Höchst unzufrieden. Ja, wunderbar, ne? Das ist doch toll. So, was haben wir sonst hier so? Im Aquarium. Den Aal haben wir. Brasse haben wir jetzt auch. Das weiß ich, dass wir die Brasse haben. So, Brasse haben wir. Dann die Krabbe haben wir auch. Ups. Blaubarsch, Tigerforelle, Katzenfisch, Thunfisch, Riffbarsch, Buntbarsch, haben wir Buntbarsch. Schwarzbarsch, Sardine, Sardelle, Brasse, Hering, Kaulbarsch, kein Buntbarsch. So, da ist nichts. Da ist nichts großartig mehr. Das haben wir. Haben wir nichts. Ist auch nichts. Ja, gut. Handwerks. Handwerks? Raum? Achso. Speisekammer, Heizraum. Das könnte man fertig kriegen. Da können wir ein bisschen was reinpflanzen. Ja. Gehen wir mal zum Gemeinschaftszentrum. Ich habe keinen Bock mehr, das zu gießen. Ich kann es ja eh nicht gießen. Ha! Hatte ich ganz vergessen. Ja, dann können wir heute wieder ein bisschen Bäume wegmachen. Ist auch nicht schlecht. Schauen wir mal ein bisschen Garten aufräumen. Dann kommen wir da ein bisschen weiter bei mir. Erstmal schauen, wer heute Geburtstag hat. Ich glaube, heute hatte, oder morgen hat jemand, noch heute. Heute hat Emily Geburtstag. Ja gut, dann gehen wir heute zu Emily. Emily mag auch Amethyst, soweit ich weiß. Und so Kristallzeug. Dann bringen wir der was mit. So. Ja. Gehen wir als erstes hier hin. Gucken wir mal. War der Fisch nicht irgendwie? Nein, war nicht hier. Da. Die Brasse. Und in der Mitte. Das hier. Krabbe. Krabbenreuse. So, wunderbar. Oh. Haben wir ein neues Ding ins See bekommen. Das können wir jetzt hier reinwerfen. Haben wir da schon was?
Nein. Nein. Kaulbarschhammer. Naja, es wird. Es wird. So, da mal hier was rein. So, machen wir mal voll. Ich habe nicht beschlossen, dass ich am liebsten dieses Loren-Dingens haben möchte, die Lore, damit ich wieder schneller nach Hause komme. Das wäre praktisch. So, und das hier. Ach, das hat man auch noch nicht? Da kann man dann auch Geld spenden. So, haben wir wieder ein bisschen mehr hier geschafft. Mal für zwischendurch. So, dann schauen wir mal zum Gunther. Können wir denn nicht noch mehr Zeug mitbringen? Ach ja, heute sind die ganz unzufrieden. Ich glaube, als allererstes gehen wir zu Gunther. Dann gehen wir zum Strand. Dann gehen wir zu Emily. So, hallo Gunther. Was spenden? Ja, ich möchte hier Glassplitter spenden. Bitte schön. So, mal gucken. Tü-tü-tü. Lala. So, eine zerbrochene CD. Naja, immerhin, ne? Können wir später Refined Quartz draus machen. Also, schauen wir mal. Ich frage mich ja, ob man bevor dem zweiten Jahr das Gemeinschaftszentrum fertig kriegen. So wie es auch schon wahrscheinlich nicht mit meiner Planung. So. Oh, eine Koralle. Oh, noch eine Koralle. Und es war eine gar nicht so schlechte Koralle. Jetzt hätte ich fast gesagt, Qualle. Wir könnten auch ein bisschen. Ach ja, heute war ein schlechter Tag, also glaube ich auch nicht, dass ich so viele Fische fangen würde. Da fange ich wahrscheinlich bloß irgendeinen Müll. Ich glaube, das hat auch einen Effekt auf das Angeln. Hallo? Was? Ich hatte dich nicht verstanden. Ich bin damit beschäftigt, über etwas nachzudenken. Was willst du? Es tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Emily. Ich darf Emily nicht vergessen. Vergessen. Sprachfehler. So, wir geben Emily etwas, was sie sehr gerne mag. Ich glaube, sie mag auch Quarz sehr gerne. Ich weiß, dass sie auch Amethyst mag. Und wir geben ihr einen Amethyst, weil wir einen Amethyst haben. So wunderbar. Dann schauen wir doch gleich zu Emily. Bevor wir das vergessen. Wir machen uns Freunde. Juhu. Oh, da ist die Tussi. Tussnella. Da ist Luis. Oh, die haben sich getroffen. Oh, hey, hallo Emily. Ich weiß, dass du Geburtstag hast. Guck mal. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert? Das freut mich. Danke. Bitte. Ich mag es, meine eigenen Kleider zu schneidern, aber an den Stoff dafür komme ich nicht so leicht. Und es ist eine lange Reise in die Stadt. Ach so, ja. Ich dachte mir so, zu Pierre ist es doch nicht so lang. Ach so, ja, da war ja was. Die Stadt. Das ist ja wieder was anderes. So kümmern wir uns ein bisschen um den Bauernhof. Morgen schauen wir dann wegen den Frühlingszwiebeln, wenn ich noch dran denke. So. Ich würde mir auch gerne meine eigene Kleidung schneidern. Ich habe nicht mal eine Nähmaschine.
Ich habe nicht mal eine Nähmaschine, das ist schon traurig. Na nun gut, ich habe auch keine Küche. Ich würde auch gerne was kochen. Das ist auch doof. Ich muss mich auch demnächst damit beschäftigen, mir ein besseres Mikrofon zuzulegen, weil ich glaube, meine Stimme hört sich ein bisschen doof an hier. Und ja, das finde ich halt auch doof. Ich brauche eine bessere Qualität für meine Stimme. Finde ich zumindest. Das würde ich mir gern zulegen. Genauso wie ich mir eine bessere Kamera zulegen möchte. Also, eine normale Kamera. Um Bilder zu machen, da ich gerne fotografiere. Ich habe keine Ahnung, welche Kamera ich möchte. Ich habe damit keine Erfahrung. Ich habe bis jetzt nur meine Handykamera gehabt. Und ja, mein Handy geht kaputt. Jetzt habe ich ein anderes Handy. Das wollte mein Freund wegschmeißen. Ich habe gesagt so, hey, meins funktioniert nicht mehr, kann ich deins haben? Jetzt habe ich halt ein anderes kaputtes Handy. Und da geht die Kamera halt nicht wirklich. Das ist doof. Deswegen bräuchte ich eine Kamera. Also das ist auch etwas, was ich mir zulegen muss. Ich weiß gar nicht, was ich mir als erstes zulegen muss, möchte. Wenn ich mal Geld habe, was ich dafür ausgeben kann. Na, so weit sind wir ja noch nicht. So weit sind wir ja noch nicht. Holen würde, welches Handy? Weiß ich auch nicht. So. Yeah, aber ich weiß, dass wir hier weiterkommen auf dem Hof. Das ist gut. Hey, da brauchen wir auch gar keine. Da brauchen wir auch gar kein Handy. Hier gibt es auch gar kein Handy. Hier gibt es auch kein Fleisch. Übrigens zum Thema Fleisch. Ich habe gesehen, es gibt einen Mod, da wo man hier in dieses Spiel Fleisch einführen kann. Mich persönlich interessiert das ja nicht, da ich ja Vegetarier bin. Aber, ja. Da gab es halt natürlich wieder die Fleischfresser, die so gesagt haben, boah, es gibt ja gar kein Fleisch. Oh nein. Und für die gibt es halt einen Fleischmod jetzt. Wobei ich auch sagen muss, ein Kumpel von mir, der Richie, der meinte so, hä? Er meinte so, hey, Lea ist wie du. Hey, Lea mag die Natur. Lea ist kreativ. Lea ist Vegetarier. Dann meinte ich so, du weißt schon, dass hier so ziemlich jeder, also nicht unbedingt Vegetarier ist, aber ja. Die, wo nicht Vegetarier sind, sind Pesketarier, aber die essen Fisch, aber ansonsten... Oh, mein Silo ist fertig! Oh, mein Silo ist fertig! Das ist ja super! Das heißt, ich kann mir den nächsten Hühnerstall bauen. Den baue ich mir dann im Sommer! Oh, mein Gott! Ah, mein Silo! Ich freue mich so über mein Silo. Jetzt kann ich hier endlich mal so richtig schön durchgehen. Und ausdünnen. Dann wächst es hier nicht umsonst, ja? Wir können was ausnutzen. Das ist doch schön. Ah, ich mag es, Zeit zu nutzen. Ich hasse es, Zeit zu verschwenden. Ja, ja, Zeit zu verschwenden macht mich halbwegs immer auf. Also es deprimiert mich. So. Ich mag es auch nicht, wenn einfach irgendwie sowas rumliegt, was, ja, ist dann auch verschwendet, ist doof. Ah, es ist so schön, Geld reinzubekommen. Ah, wenn man denkt, ich glaube, bei Mani muss man Heu für 50 Gold kaufen. Ja, also, ich spare Geld, ist das nicht schön? Hm,
So. Ja, hier noch ein paar Bäumchen weg. Jetzt haben wir hier auch schon gar nicht. Jetzt haben wir hier auch schon wieder was geschafft. Haben wir sogar ein Level Up. Zum Beispiel hier so beim Holzfällen. Wobei, da hatten wir vorher gerade. Nee, das war nicht Level Up beim Holzfällen. Das war beim Farmen. Da ist auch eins. Meine Stimme. So, das kommt vom Reden. So. Hier noch ein Bäumchen. Sehen wir die Monster auch wieder besser. So, ja, den Baumstamm lassen wir. Oh, sehe ich da, dass da eine Fledermaus sterben möchte? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, die wollte sterben. Ach, das ist, die hat den Freund mitgebracht. Oh, das ist aber lieb. Ups. Ah, es tut mir leid, wollte ich nicht. An und für sich könnte ich die Dinger ja sogar auch hier reinstellen. Oder? Mal gucken, haben wir Köder da? Gab's doch auch irgendwo hier. Ja, eins, zwei, drei. Dann können wir die doch gleich mal vollfüllen. Vielleicht kriegen wir gleich was. So, tun wir wieder was verkaufen, damit wir ein bisschen Geld haben. So, die Koralle. So, das hier rein. Das auch weg. Zwei haben wir davon, können wir ja. Hat das jemand mitbekommen? So. Das hier rein. Da haben wir noch einen Ofen. Wo stellen wir denn den Ofen hin? Stellen wir hier hin. Dann muss ich die anderen Öfen demnächst auch hier umbauen und da unten hinstellen, weil ich finde, es schaut besser aus, wenn alles geordnet ist. So, gehen wir ins Bett. So, gute Nacht. Bisschen Geld haben wir bekommen. Aber wie wir sagen, war so schön. Kleinvieh macht auch Mist. Kikeriki.